Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sicher erinnern Sie sich noch an die stolzen Aussagen von Innenminister Peter Beuth, die er am 18. Februar dieses Jahres bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik zur Sicherheitslage in Hessen tätigte. Da verkündete er unter der Überschrift „Erfolgreicher Start in ein sicheres Jahrzehnt“ großspurig: „Hessen ist ein sicheres Land“. Der Innenminister verkündete zwar noch mehr solche realitätsfremden frommen Wunschvorstellungen, aber das soll heute nicht das Thema sein. Thema ist heute eine traurige Realität, die den Innenminister schlicht Lügen straft, ob seine Aussagen zur Sicherheitslage in Hessen. Denn Thema sind heute die fortgesetzten Angriffe auf Polizeibeamte und Einsatzkräfte in unserem Land. Diese zeigten sich auf eine erschreckende Art und Weise auch in Dietzenbach. Da fühlte man sich erinnert an die berüchtigten Pariser Vororte. Dort werden Polizisten und Rettungskräfte schon seit Jahren immer wieder schwer angegriffen. Was war am 29. Mai in Dietzenbach passiert? In dieser Nacht ereignete sich ein gemeiner Angriff auf die Polizei und die Feuerwehr. Zuvor war ein Bagger sowie Mülltonnen in Brand gesteckt worden, mit dem Ziel, Polizeikräfte und Feuerwehrleute in Dietzenbach in einen Hinterhalt zu locken und mit Steinwürfen anzugreifen. 50 gewaltbereite Angreifer lieferten sich infolge eine rund zweistündige Straßenschlacht. Die Bilanz? Neben einem Bagger und Mülltonnen wurden auch Einsatzfahrzeuge der Polizei beschädigt. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf 150.000 €. Erfreulicherweise, und das grenzt schon fast an ein Wunder, wurde offensichtlich niemand verletzt. Meine Damen und Herren, das Vorgehen dieser gewaltbereiten Täter ist an Dreistigkeit und Heimtücke kaum noch zu überbieten. Umso bedenklicher ist es, dass von der Polizei nur 3 Personen festgenommen werden konnten, bei dem lediglich einer mutmaßlich an den Steinwürfen beteiligt war. Wir von der AfD sehen hier die Gefahr, dass Hessen auf ähnliche Verhältnisse wie in den Pariser Vororten zusteuern könnte. Die dramatischen Ereignisse in Stuttgart, bei denen es sogar zu Plünderungen kam, müssen als warnendes Beispiel wahrgenommen werden. Tatsächlich musste man nach Dietzenbach auch in Hessen nicht lange warten, um in der Presse wieder über einen Angriff auf Polizeikräfte lesen zu können. Die Schlagzeile lautete am 8. Juni: „Polizisten attackiert, Randalierer bewerfen Beamte mit Steinen“. Hier hatte eine Gruppe von 5 jugendlichen Randalierern am Bahnhof in Lambertheim zuvor 2 Scheiben des Bahnhofs eingeworfen. Bei der Verfolgung wurden dann auf die Polizisten Steine geschleudert. Die Gruppe konnte schließlich trotz Gegenwehr festgenommen werden. Erfreulicherweise wurden die Beamten dabei nicht ernsthaft verletzt. An diesen Beispielen wird deutlich, dass die Gewaltbereitschaft zumindest zunimmt und es immer mehr soziale Brennpunkte wie das östliche Spessartviertel in Dietzenbach gibt. Deshalb wäre der Innenminister gut beraten, die Polizeikräfte künftig auf solche Hinterhalte gezielt vorzubereiten und speziell für solche Fälle auszurüsten. Denn schon der nächste Vorfall könnte deutlich weniger glimpflich ablaufen. Die Einsatzkräfte müssen deshalb in die Lage versetzt werden, auf diese auch von den Altparteien durch eine jahrelange verfehlte Sicherheitspolitik verschuldete Entwicklung angemessen reagieren zu können. Dazu gehört natürlich auch, dass bei Einsätzen in Brennpunktbereichen ein stärkerer Personaleinsatz erfolgt und das notwendige Equipment zur Verfügung steht, um aggressiven Störern angemessen und sicher entgegentreten zu können. Auch auf Taser- und gummigeschosstaugliche Waffen müssen die Beamten bei solchen Einsätzen zurückgreifen können. Meine Damen und Herren, Angriffe auf Polizeibeamte sind leider keine Einzelfälle mehr. Allein in 2019 wurden über 4.000 Polizeibeamte Opfer von Angriffen. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, Herr Innenminister, sieht so ein Start in ein sicheres Jahrzehnt aus? Verstehen Sie das unter einem sicheren Hessen? Wenn das der Fall ist, möchte ich nicht wissen, was Sie, Herr Innenminister, unter unsicher verstehen. Seien Sie also gegenüber sich selbst und den Bürgern ehrlich, denn die wissen schon längst, dass Ihre Aussagen zur Sicherheit in Hessen das Papier nicht wert sind, auf das sie geschrieben wurden. Wenn Hessen auch nur annähernd so sicher wäre, wie Sie fälschlicherweise behaupten, müssten Sie nicht härtere Maßnahmen und Strafverschärfungen für Angriffe auf Polizeibeamte und Einsatzkräfte fordern. Mit Ihren Forderungen, dass die Täter die volle Härte unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen, dass die Täter nicht mit einer Geldstrafe davonkommen dürfen und dass die Mindeststrafe für solche hinterhältige und heimtückische Angriffe auf Einsatzkräfte 1 Jahr Freiheitsstrafe betragen sollen, vollziehen Sie eine verbale Kehrtwende, die einem Fehlereingeständnis gleichkommt. Eine Kehrtwende, Herr Innenminister, die wir von der AfD allerdings gerne voll und ganz unterstützen würden.
Allein es fehlt der Glaube, dass in der Koalition mit den GRÜNEN Ihren Worten die entsprechenden Taten folgen werden. Danke.